Dessen Trainer Wolfgang Wolf gesagt hat, wir brauchen noch einen Punkt, um ganz sicher zu sein im Tor. Zimmermann, der den schwerverletzten Holger Hiemann ersetzt. Sie wissen es, der hat eine Kreuzbandverletzung. Keller als Libero, auf den kommen wir sicherlich später nochmal zurück. Kovacevic, Kleschewski, die Manndecker, dann das Mittelfeld mit Kapetanovic, Dammeier, Ballwanz und dem Ex-Lauterer Frank Greiner. Die Spitze vorne, die einzige Spitze, Roy Preger, 13 Mal hat er schon getroffen, ein absoluter Konterstürmer. Und dahinter dann Breitenreiter und Claudio Reyna, also eher eine defensiv ausgerichtete Aufstellung. Wer mag's, Wolfgang Wolf verdenken hier auf dem Betzenberg. Die Aufstellung der Gastgeber von Otto Rehhagel, der folgende Elf also zunächst einmal ins Rennen schickt. Cutledge, der hier liebevoll von den Fans verabschiedet worden ist. Er macht heute sein letztes Spiel nach 8 Jahren in der Pfalz. Reinke im Tor ist klar. Die Manndecker, Schönberg und Koch. Wagner, Ballack, Reich und Buck. Das Mittelfeld hinter den Spitzen. Ciriaco Sforza, der schon seit Wochen auf die Zähne beißt. Der hat ja eine schmerzhafte Schienbeinverletzung, müsste längst operiert werden. Und dann die Spitzen Ristoff und Marschall, der unbedingt noch ins Aufgebot von Berti Vogts für die WM rutschen möchte. Schauen wir auf die Auswechselbänke. Da sind vor allen Dingen beim 1. FC Kaiserslautern gerade mit Kuka, Ratinho, Riesche, um nur 3 Namen zu nennen, wirklich Hochkaräter auf der Bank, die möglicherweise hier heute noch ins Spielgeschehen eingreifen können. Das war's als erste schnelle Information hier vom Reporterplatz. Wir melden uns gleich pünktlich mit dem Anpfiff wieder. Weiter geht's zunächst mit der Vorberichterstattung und Patrick Wasserzier. Und wir kommen zum 1. FC Kaiserslautern, liebe Zuschauer. Die Frage, die man sich stellt, lautet natürlich, wie hat der FCK das 2:2 in Bielefeld verarbeitet? Vor allem die vielen Chancen, die man dort vergeben hat. Die Antwort ist relativ einfach, es ging locker zu. Bei den Lauterern in den vergangenen Tagen. Regeneration stand auf dem Programm. Kräfte sammeln vor allen Dingen. Rolf Fuhrmann war dabei, als sich die Lauterer noch einmal extra gestärkt haben. Ging ja wieder nach dem Mai. Ring um Luft, umdrehen und Digger, machen wir eine schöne. Machen wir schön Brust. Kaiserslautern kocht himmlische Speisen für höllische Tage. Andreas Reinke und Co. brutzeln Meisterliches für den eigenen Gaumen und die Ewigkeit. Als erster Bundesligist gibt der FCK ein Kochbuch mit den Lieblingsrezepten der Spieler heraus. Ab und zu habe ich mal ganz gerne Lust zum Kochen. Ja? Mir macht das ab und zu mal Spaß. Ja? Nicht immer, aber ab und zu kommt es mal vor. Dass alle Spieler küchenfit sind, bestätigt der Autor des Meisterwerkes, der Lauterer Chefkoch Siegfried Völker. Ja, die können kochen und auch gut Fußball spielen. Und ich hoffe, dass wir Meister werden. Trotz des fahrlässigen Auslassens, hochkarätiger Chancen wie am Mittwoch beim 2:2 in Bielefeld, hat die Mannschaft den Optimismus, die Moral und den Humor nicht verloren. Denn was hat Olaf Marschall dem Arminen-Torwart Miletic gesagt? Ich hab ihm gesagt, er hätte sich nicht hinhauen sollen. Dann wäre er vielleicht reingegangen. So richtig angefressen war nur einer, der das Ergebnis und die Reise der Bielefelder zu den Bayern 2 Tage vorher wohl nicht verkraften konnte. Nächster Erfolg ist, dass wir wieder hierher fahren, aber nicht nach Bielefeld, sondern das Spiel gegen Gütersloh. Inzwischen hat sich der Trainer beruhigt und den Blick nach vorn gerichtet. Der Titel-Countdown kann beginnen. Die Jungs sind ja alle lange genug dabei, haben gesehen, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben, dass wir einen Haufen Chancen herausgespielt haben. Sie leider nicht verwertet haben, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber insgesamt ist die Situation nach wie vor gut für uns. Wir sind die einzige Mannschaft, die es aus eigenem Antrieb schaffen kann. Gegen Wolfsburg gewinnen und auf Duisburg hoffen. Die Meisterschaft wäre perfekt. Natürlich hoffen wir, dass Duisburg gegen Bayern gewinnt, der zumindest einen Punkt holt. Weil Duisburg hat ja auch eine Ehre. Und wenn es denn so kommt, die Feier ist angerichtet, auch wenn nicht alle ans Essen denken. Ich will gar nichts essen, ich will nur trinken. Es ist uninteressant, wenn ich Meister werde. Ich will einfach trinken, egal was. Gerade zu Recht, die Mannschaften betreten in diesem Augenblick das Fritz-Walter-Stadion. Und so ganz nebenbei ist da ja noch eine kleine Rechnung offen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Wolfsburg. Denn eine von 4 Niederlagen kassierte
der erste FC Kaiserslautern ja im Hinspiel beim 1:2 beim VfL Wolfsburg. Und da haben wir das Schiedsrichtergespann. Auf diesen Mann wird viel Arbeit zukommen in der Mitte. Jürgen Jansen, 38 Jahre jung. Er leitet heute sein 14. Bundesligaspiel. Versicherungsfachwirt ist er im normalen Leben, wenn er nicht Bundesliga pfeift. Und er kommt wie dieser Mann aus Essen. Otto Rehhagel. König Otto, über den Rudi Völler gesagt hat, diese Meisterschaft, wenn er sie denn einfährt mit dem ersten FC Kaiserslautern, ist mehr wert als die beiden Meistertitel in Bremen und der Europapokalsieg. Ein freundlicher Hallo, Kollegen, Lindenberg, Kienhöfer, die Vorzahl, freundlich, Sie zu sehen, hallo, Lindenberg. Wir würden wechseln. Wechseln, alles klar. Gutes Spiel, Männer. Toi, toi. Alles Gute. Jo, alles Gute, ja. Freundliche Worte vor dem Anpfiff. Sie haben gesehen, Jens Keller, der Libero des VfL Wolfsburg, hat die Seitenwahl gewonnen. Für ihn Miro Katletsch heute, also sein letzter Auftritt nach 8 Jahren. Er hat tolle Leistungen für den ersten FC Kaiserslautern gezeigt und geht nach Tschechien zurück. Ein Wort noch zu Jens Keller, dem Kapitän und Libero des VfL Wolfsburg. Er wird hier auch mit dem ersten FC Kaiserslautern als Nachfolger von Miro Katletsch ins Gespräch gebracht. Er kann für eine feste Ablösesumme von 600.000 Mark den Verein verlassen. Und dann wird man sehen, ob er möglicherweise nach Beendigung dieser Saison tatsächlich hier in die Pfalz wechselt. Da haben wir ihn, Keller, jetzt Kapitän, nachdem ja Jan Jensen sich verabschiedet hat, sich in diesem Monat noch, beziehungsweise im Ende April, Odense BK angeschlossen hat, nachdem es einige Unstimmigkeiten mit dem neuen Trainer Wolfgang Wolf gegeben hat. Zunächst einmal eine Schweigeminute vor dem Anpfiff hier dieser Partie. Sie werden es mitbekommen haben, Stefan Edelmann, ein Fan vom 1. FC Kaiserslautern, verstarb beim Spiel gegen Gladbach. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen. Sie haben den Stadionsprecher gehört, auch für Axel Jübner. Und da gilt selbstverständlich genau dasselbe, was ich gerade für die Verwandten und Freunde von Stefan Edelmann gesagt habe. Auch den Verwandten seiner Frau und seiner Tochter gehört unser Mitgefühl.